Hallo, liebe Deutschlernende. Lass uns heute ein bisschen über deutsche Musik sprechen. Ja? Deutschland hat sehr schöne Musik und es gibt sehr viele tolle Lieder. Es gibt sehr viele gute Künstler, die aus Deutschland kommen. Und du kennst vielleicht die klassische deutsche Musik, ja? Mozart kam aus Österreich, ja. Beethoven war, glaube ich, eigentlich Niederländer, aber er hat größtenteils in Deutschland gewirkt, also sein Schaffen war in Deutschland, ja, um nur zwei Künstler zu nennen. Und es gibt noch viele andere deutsche Komponisten, ja, wenn du klassische Musik magst. Und heutzutage gibt es eine Vielfalt von deutschen Künstlern und sie spielen unterschiedliche Lieder, also unterschiedliche Arten von Musik. Ja. Bei manchen Leuten, zum Beispiel bei älteren Leuten, ist Schlager sehr beliebt, ja. Deutsche Schlager, dafür sind wir auch schon fast berühmt für, aber es gibt auch etwas ich sag mal peppigeres, ja, wir haben zum Beispiel Rammstein, ja, Rammstein spielt immer sehr harte Musik, ja, sehr harte Songs, ja, Rammstein, ja, ein Lied von ihnen heißt auch Rammstein, ja, sehr hart, ja, manche Lieder können aber auch sehr melodisch von ihnen sein, zum Beispiel Ohne dich, ja, da gibt es einen sehr guten Gesang, ja. Und dann gibt es noch andere Künstler, wie zum Beispiel Seed. Ja, ich mag Seed. Ja, S-E-E-E-D. Ja. Und Seed hat zum Beispiel ein Lied gemacht, das nennt sich Dickes B. Ja. Schau mal nach, Dickes B. Das ist ein Lied über Berlin. Und im Musikvideo siehst du auch Szenen aus Berlin. Also wenn du wissen möchtest, wie es in Berlin so aussieht und wie die Menschen so sind, dann hör dir Dickes B an als Musikvideos. Und übrigens, die besten Songs, meiner Meinung nach und der Meinung vieler Deutschlerner nach, habe ich in eine Wiedergabeliste getan. Okay? Wenn du auf diesem YouTube-Kanal mal schaust, welche Wiedergabelisten ich so veröffentliche, dann findest du auch eine Wiedergabeliste über deutsche Musik. Ja. Wiedergabeliste ist ein langes Wort, ich weiß, auf Deutsch Playlist, ja, und im Deutschen eine Wiedergabeliste. Eine Liste von Songs oder Videos, die man wiedergeben kann, ja, abspielen kann. Ja. Du drückst auf Abspielen und dann spielst du sie ab. Ja. Du kannst sie wiedergeben. Ja, das ist eine Wiedergabeliste und ich habe viele Wiedergabelisten auf diesem Kanal, unter anderem eine Wiedergabeliste mit deutscher Musik. Ja. Und dort findest du ein paar Rammstein-Songs, dort findest du ein paar Schlager, du findest auch einen sehr schönen Song mit dem Titel Barfuß am Klavier. Ja, Barfuß am Klavier, ich finde dieses Lied sehr, sehr schön, also hör dir mal Barfuß am Klavier an. Außerdem gibt es Lieblingsmensch, ja, Lieblingsmensch. Wie du vielleicht weißt, kann man das englische Wort favorite so übersetzen, indem man die Silben Lieblings vor etwas stellt. Ja, es ist ein Wort. Lieblingsmensch ist ein Wort. Ja, wenn wir etwas besonders mögen, dann setzen wir Lieblings vor dieses Wort. Ja, wir sagen zum Beispiel Hunde. Ja, sind meine Lieblingstiere. Ja, von allen Tieren mag ich Hunde am meisten, also sind es meine Lieblingstiere. Ja. Schokolade ist mein Lieblings,
Eis. Ja, also ein Schokoladeneis ist mein Lieblingseis. Oder ja, Lieblingstier, Lieblingsfarbe, Lieblingsaktivität. Ja. Du kannst Lieblings vor alles Mögliche setzen. Ja. Und das Lied Lieblingsmensch handelt eben davon, dass man eine Person besonders gern hat. Und ich denke, es ist ein schönes Lied. Dieses Lied findest du auch in der Wiedergabeliste. Und diese Wiedergabeliste ist übrigens nach Beliebtheit sortiert. Ja, du findest, dass die Wiedergabeliste sortiert ist. Und vielleicht gefallen dir die Lieder, die am Anfang kommen, vielleicht gefallen sie dir nicht so. Also sehr beliebt sind Schlager und deswegen wirst du die Schlager ganz oben finden. Es gibt auch mindestens ein Lied von Helene Fischer. Ich weiß, manche von euch sind große Fans von Helene Fischer. Ich respektiere das, aber ich bin nicht so ein großer Fan von Helene Fischer. Aber vielleicht gefällt dir vielleicht gefallen dir ihre Lieder. Ja? Vielleicht gefällt dir Helene Fischer. Ja? Das sind so ein paar Lieder, ein paar Künstler, die mir so auf Anhieb einfallen, ja, so auf Anhieb, das heißt, wenn ich so frei rede, dann fallen sie mir ein, ja, sie fallen mir auf Anhieb ein, wenn jemand mich fragt, ja, höre dir mal diese Lieder an und ich bin mir sicher, sie werden dir gefallen, also es gibt sehr viele schöne deutsche Lieder und wenn du ein Lieblingslied hast, ja, ein deutsches Lieblingslied, dann sag mir Bescheid in den Kommentaren, aber nur, wenn sie noch nicht in der Liste sind, ja, damit ich sie hinzufügen kann. Ach, egal, ob sie in der Liste sind oder nicht, kannst du trotzdem in die Kommentare schreiben. Also, was ist dein Lieblingslied? Und wenn das Lied noch nicht in der Liste ist, dann füge ich es hinzu. Ja? Und bestimmt habe ich ganz viele gute Künstler vergessen. Vielleicht habe ich ganz viele gute Künstler nicht genannt. Ja, es gibt sehr, sehr viele gute deutsche Künstler und sehr viele schöne deutsche Lieder. Also hör dir ein paar an und ich bin mir sicher, sie werden dir helfen, Deutsch zu lernen. Okay? Bis dann. Wir sehen uns morgen. Tschüss.